Und hallo Leute, herzlich willkommen zu Teil 2 Wake Iceland Gameplay. Und ja, wir sind jetzt hier wieder back mit einem vollen, ja, voll aufgedankten Panzer, sagen wir mal. Und wir sind jetzt hier dabei, unsere Munitionslager zu erobern. Beziehungsweise die japanischen Munitionslager zu erobern. Und ja, wir ragen jetzt mal durch mit Flammenwerfer, würde ich sagen. Ne? Machen mal schön hier Flamm. Flamm B. Hier, Flammenwerfer für dich. Flammen für euch. Flammen für jedermann. Man kennt's. Hier. Ich zünde euch alle an. Los. Kommt her. Feuer. Feuer für alle. Ja, hier noch. Da noch ein bisschen rein. So. Ganz genau. Krieg ist Krieg, genau. Hier, bleib hier, mein Freund. Du bist mein Kill. Genau, so will ich das sehen. Weg von meinem Ziel. Bleib weg, mit Gegner. Mal ein bisschen zurück. Ja, hier ist jemand mit der Heavy Gun unterwegs. So, jetzt hier. Albert haben wir schon mal erobert. Gut, jetzt machen wir uns mal runter. Ja, Digga, das sind immer die Vollidioten, ne? Das ist nicht normal, ey. Wie im echten Leben, wie im Game, Digga, es gibt immer welche, die eher ein bisschen ballerballer sind, ne? So, tanken wir nochmal auf hier für den nächsten Angriff. Aber ich muss schon sagen, so Real Talk, ne? Der Flammenwerfer, der ist halt schon richtig krass, ne? Digga, da kann man wirklich schon mal was durchbewirken. Digga, der ist auch voll doof, ne? Alter, der ist auch voll doof, dass man ihn, er dachte wirklich, dass man ihn gesehen hat, ne? Ja, jawohl. Nein, war's vorbei. Boom, Alter, der ist ja weggeflogen. Nein, Alter, was für ein Stein, ey. Jawohl, noch einer weg. Ja, noch einer weg. Boom. Hä, Digga, was, Alter? Was, Leute, Digga? Was ist das für einer? Aimbot oder was? Alles klar. Ja, moin. Digga, was los bei so einem, ey? Was los? Alles klar, Digga. Das war ja mal abnormal gerade. So, gehen wir mal rein hier mit MP, ne? Hier, hier für dich, Junge. Hier für jedermann. Hier für ihn, hier für mich, hier für jedermann. Grenade out, Junge. Grenade out. Das ist das neue Sätzchen. Alles klar, Digga. Das war jetzt aber Hacking, ne? Das war jetzt schon irgendwie Hacking. Also, ja. Weiß ich auch nicht, wie der uns killen kann, ne? War schon irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ja? Also, weiß man nie. Also, ich bin mir auch sicher, zu... Ja, vielleicht so 40% der Leute hacken wirklich halt auf den Servern. Wirklich, Alter. Selbst auf PlayStation, Leute. Also, manchmal ist es wirklich tricky. Also, ja. Tricky. Naja. Oh, Digga, der Mate, der weiß, was er machen muss, ne? Der weiß schon, was er machen muss, ja? Bro. So. Gehen wir mal los, Leute. Erobern noch das letzte Ziel. Ziel Albert, Leute. Und wir haben so geil viele Truppen. Das müsste möglich sein, Leute. Und das wird auch möglich sein. Wir werden die jetzt richtig auseinandernehmen. Und zwar richtig hart. Ja. Also, das hätte definitiv nicht in ein Gameplay mehr gepasst. Sag ich mal so. Allein der, wir hatten ja allein im ersten Teil schon zwei Teile drin gehabt, also so, ja, es war halt, das war was ein bisschen doof hier zum Fliegen, weil einfach die Flak so OP sind.
Ich weiß auch nicht, also EA kann irgendwie nicht so Flachs hier, wie hier auf der Map gerade, wo vor mir hier, hier so welche, kann die einfach nicht, können die nicht balancieren richtig, gefühlt. Also ich weiß nicht, die sind einfach nicht richtig ausbalanciert von denen aus. Das, ja, ist mir ein bisschen mysteriös, aber naja. So, mal schnell nachhören. Nachprüfen, ist ein Gegner, ne? Gut, wir rennen jetzt durch. Weg. Ja, Mate ist da. Oh mein Gott, Digga. Alter, ich dachte gerade schon, wir wären schon tot. Oh mein Gott. So, jetzt weiter. Hier vorne, hier vorne. Gut, gut, gut. Vorwärts, vorwärts. Hier ist keiner. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Viele Gegner, zu viele Gegner. Alter, hilft einem schon erstmal einen Schau über den Rücken hier. Oh mein Gott, da, über Gegner, über Gegner. Oh mein Gott, das war gerade knapp, ey. Ich glaube, die war von uns. Ja, Digga, nicht nachladen, Junge. Das ist immer noch irgendwie so richtig buggy manchmal in dem Game. Mit dem Respawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Was ist los, Alter? Oh mein Gott. Komm, Alter. Come back to me. Come back to your... Los, Leute. Los, Jungs. Wir schaffen das. Wir ragen durch. Wir schaffen das. Ja, wir haben Sieg, Leute. Sieg. Deutlicher Sieg, Leute. Sektoren erobert. Alle 4 von 4. Und ich würde sagen, das war doch mal ein geiler Teil 2. Geiles Ende. Und vor allen Dingen, die Runde war auch wirklich schnell zu Ende, ey. Nice, Leute. Nice, nice. Und bester Trupp, Leute. Besser geht's nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Geile Runde. Geiler Trupp. Geiles Game. Immer wieder. Auch trotzdem ein bisschen tricky war, aber geiles Game trotzdem, Leute. Trotzdem, geile Runde. Und da haben wir es, Panzerschütze abgeschlossen. Kapitelrang 19 erreicht, Pazifikkrieg. Leute, geil, geil, geil. Gute Runde gewesen. Und wir beenden mal, wir liefen jetzt zum Ende des Gameplays. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend jetzt. Ich wünsche euch natürlich wieder mal viele schöne Battlefield 5 Runden. Und natürlich auch viele Battlefield 5 Community Coins. Die Ingame-Währung für Waffen-Upgrades freischaltbar. Falls ich jetzt nämlich hier die andere Währung gesagt habe. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall, ich wünsche euch, wie gesagt, viel Ingame-Währung. Viel Spaß jetzt noch mit dem Game, Leute. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin, haut rein. Und M3 Greasy Gun freischalten könnt ihr jetzt noch. Leute, haut rein. Bis Donnerstag ist die freischaltbar. Ja, ansonsten müsst ihr noch, glaube ich, irgendwie so ungefähr 2 Wochen warten oder so, eine Woche. Also auf jeden Fall, glaube ich, da die ja jetzt damit endet, müsst ihr nur noch eine Woche warten, weil bei MGs oder so Waffen, die halt jetzt zum Beispiel hier, in der, hier so dritte Woche vor Ende ist, da wird, könnt ihr euch erst so, wie zum Beispiel jetzt hier, ihr könnt euch jetzt die MP hier, die neue, die könnt ihr euch jetzt erst diese Woche kaufen, so denke ich, also nach der Woche erst kaufen, also wenn hier die Woche jetzt mit der Freischaltung vorbei ist. Ich glaube, so war das ungefähr. So 2-3 Wochen müsst ihr da warten, bis ihr die kaufen könnt mit Ingame-Währung. Also das ist schon heftig, ne? Muss man ein bisschen warten, bis man die Waffe erst richtig spielen kann überhaupt. Also sich überhaupt erstmal freikaufen kann, um sie zu spielen. Und ja, Leute, bin ich mal gespannt, wie die gern sein wird. Ich habe es noch nicht freigeschaltet, wie ihr gesehen habt. Trotz ich hier eigentlich 3 Ziele erobert habe oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Habt noch einen schönen Abend, wie gesagt. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Und ich bin mal, ja, ich denke mal, der Teil 2, der erste wird jetzt am Samstag erscheinen, schien sein. Ich weiß ja nicht genau, das ist ja eine Vorabaufnahme. Der erste Teil wird ja jetzt am Samstag erschienen sein, der zweite am Sonntag. Und, ja, mal gucken, wann nochmal was Neues rauskommt.